Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich habe noch 6 Frames und ich brauche noch 6 Frames, wenn ich das richtig sehe, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Das ist gut. Ja, stimmt, 51 hatte ich. Den einen, den ich hier nicht gesetzt habe, den habe ich drauf gesetzt. Die anderen beiden, die zu viel waren, die habe ich unten schon an die Ecke gesetzt. Damit komme ich auch hin. So, wir haben jetzt gleich 20 Uhr. Ich wollte jetzt nicht ewig hier buddeln, bis kurz vor 21 Uhr. Deswegen werde ich jetzt gleich mal Richtung Haus mich begeben. Sicher, sicher. Und dann gucke ich erstmal, ob ich rausgehe oder ob ich drin bleibe. Muss auf jeden Fall die Schaufel reparieren. Also, oh, ups. Mehr kann ich damit nicht machen. Ich meine, die Schaufelei ist jetzt auch erstmal vorbei, denke ich. Muss vielleicht da unten noch mal ein bisschen, da muss man ein bisschen Erde weg. Aber so im Großen und Ganzen werde ich jetzt wohl eher dann mit der Spitzhacke arbeiten. Als mit der Schaufel. So, das kriege ich noch verkleidet, das ist gut. Alles verkleidet. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch Beton. Da ist mein Feld. Da will ich schon mal ein paar Büsche wegkloppen. Gras kann ja stehen bleiben. Erstmal. Da sind ein paar Früchte. Ich gehe auf jeden Fall in der nächsten Tag gehe ich mal rum und schaue so, was ich finde. Ich brauche ja auf jeden Fall, was brauche ich noch? Gravel brauche ich, um Beton zu gießen. Entweder hole ich mir das durch Steine. Oder ich hole mir wirklich Gravel. Was war das hier? Schwein? Wo? Schwein irgendwo hier? Schwein? 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 Fein. Okay, ich gehe mal hier rein. Kerzen. Mal ein bisschen wohnlicher machen hier. Die Kommode kann ich keins stellen, aber hier vielleicht über die Couch. So. Noch eins hier an die Wand. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir könnten hier noch ein paar Türen einbauen. Generell mal ein paar bauen und hier irgendwo einfach nur die Räumlichkeiten zumachen. Ach, ich mich jetzt erschrocken. Holt er hier den Platz aus der Tür jetzt so rum? Ja, eigentlich muss ich. Warum komme ich denn nicht da? Die Tür doch da. Warum machst du denn die Tür nicht da? Dumm, oder?
Ja, das ist jetzt nicht das, was ich will, aber geht anscheinend hier nicht drin. Warum nicht? Das heißt, es ist natürlich auch nicht so gut, wenn keins drin ist. Geht's hier? Ja, da geht's. Er kommt hier nicht rein, ihr Schweine. Licht hier. Licht im Kabuff. Kann ich hier irgendwas drin verstecken? Ein bisschen Gras. Ist auch so dunkel. Da ist der Feuermelder, da ist die Kerze. Passt. Komme ich wieder nicht zwischen. Warte mal, da ist es. Ich nicht bauen. Warum nicht? Was ist denn da? Weg. Verstehe ich nicht. Pack jetzt hier mal. Einmal das Sperrholz hier wegnehmen. Eine vernünftige Tür einbauen. So. Gäste sollen sich auch wohlfühlen. Ist gut. Gäste wollen natürlich auch Licht haben. Gäste mögen aber auch keine Leichen hier im. Vor allem nicht so hässlich hier. Müssen wir mal kurz entsorgen. Bitte nicht hingucken. I. Pfui. Er macht jetzt den Teppich sauber. Das ist die Frage. Metal, dann können wir das wieder verwerten. Verwursten. Haben die Gäste noch eine eigene Küche? Hier könnte man auch noch eine Tür einbauen, aber das lassen wir jetzt mal. Machen wir lieber ein bisschen Licht hier. So. Reicht für den Raum. Mir die Kerzen? Was? Ich habe nichts gesagt. So. Sensort. Meine Freunde sind da. Die machen mir hier die Hütte kaputt. Hallo? Drin. Nö. Sie würden aber gerne zu Besuch kommen.
Warte mal, guck nochmal durch. Haut hier den Stein kaputt. Könnte jetzt natürlich auch so gemein sein. Moment. Woodframe. Bin ich das Haus von außen kaputt, ihr Schweine? Bitch! Hey, hier, Leute, hier ist Tür offen, Tür ist offen. Hallo, kommt rein. Alter, fiese Fresse. Kollege, hier. Hier spielt die Musik. Warum hier? Hört auf, das Haus von außen kaputt zu machen. Hallo. Ja, nichts springen hier. Ist gleich Verbrennung an der Kerze. Pussy. Hey Bitch, komm wieder zurück. Mach ein bisschen Wind mit der Tür. Ja, dann hau doch ab. Wisst euch doch. Das ist ja gerade. So. Drei haben wir schon wieder. Was nehmen wir denn zum Verbrennen? Ich hab so viel Gras. Nehme ich Gras oder nehme ich Gras? Ich glaube, ich könnte auch was von dem Gras nehmen. So, Leute, hier ist schön warm. Ja, komm, komm, komm. Ja. Probleme? Hallo, willkommen in meiner Schießbude. Ach Mensch, keiner will. Alle doof. 20, das ist doch schon mal eine Nummer. Nur mehr zum Feuern. Dacht ihr, sollt hinten reinkommen? Detector, did it down. Noch irgendwas zum Verfeuern hier drin? Also Reparaturtools habe ich auch schon viele gefunden. Hallo Leute, hier. Mach Lärm. Ach, Nasen, ey. Mal das Schwein hier reinlegen. Das Wild.
kloppt der hier echt. Mal ernstes Wörtchen mit denen reden. Ja, dann mache ich halt Holz daraus. Auf jeden Fall wieder zu. Ich habe es auch kaputt gemacht hier, den Pfeiler. Schweinerei. Alten Säue, die. So, wir brauchen unbedingt mehr Brennmaterial. Ich muss mal wieder. Ich hab da noch Holz. Ich hab doch noch Holz. So, das ist das, was heile ist. Das kann das alles da noch rein. Zum Verfeuern. Und dann kann ich nämlich auch meine Schaufel wieder reparieren. Wichtig, wichtig. Eigentlich schon mal einen nehmen. Den ein bisschen zu Reparaturmaterial verarbeiten. Damit kriege ich auf jeden Fall die Schaufel fertig. Was braucht die? 40. Oh, 40 Stück. Okay. 30. Was mache ich denn hier? So. 40. Für die Schaufel. Dann ist sie schon mal wieder fit. Der hier kann auch noch weg. 4 Sekunden. Ja, hier, komm. Nimm. Ein paar Bolts kann ich auch noch machen. Schon leicht angeschlagen. Der braucht gar nicht so viel. Der braucht eigentlich nur 13. Und jetzt hat er 20 genommen. Ich sag ja, das Ding nimmt auch mal mehr, als es braucht. Da baggen auch immer Metalldinger weg. Deswegen lieber so viel nehmen, wie man nur braucht, um das voll zu machen, als da irgendwas reinzukloppen und zu hoffen, ja, da bleibt was über. Da bleibt zwar manchmal was über, da muss man aber schon viel reintun und man verliert trotzdem mehr, als man eigentlich hätte gebraucht. Also, da wäre ich vorsichtig an eurer Stelle. Ich habe wieder Hunger. Ich habe auch noch Zeug. Muss endlich das gegrillte Zeug loswerden und endlich mal anfangen, hier so Suppen zu machen. Die stinken zwar auch, aber am besten ist Ei mit Speck, das stinkt gar nicht mehr. Das ist gut, das kann man mitnehmen für unterwegs. Also ein paar Schweine züchten, ein paar Hühner züchten. Schade, geht noch nicht. Mist. Ich suche, was suche ich? Bolt. Das mal wieder was nachfeuern. Kann ich hier was machen? Ich brauche noch. Ach, den Grill brauche ich noch. Jawohl. Grill. Das heißt, ich brauche noch mal einen. Ich brauche sogar zwei, ne? Ja. Ich brauche ja 9. Ups.
Wegwerfen wollte ich den jetzt nicht. Mache ich mir mal ein paar mehr. Bin ich einer jetzt auch gereicht? Ja, einer hätte auch gereicht. Ach, ich Trottel. Trottelgrill. So. Haben wir unseren Grill auch schon wieder? Dann fehlt jetzt noch der Beaker, den habe ich auch nicht mitgenommen. Habe ich noch Steine? Ja. Kann ich noch ein paar Campfeuer machen? Das Essen wieder ins Inventar schaufeln, da stinkt das nicht ganz so sehr. Machen wir auf der Seite auch nochmal zwei Lagerfeuer. Bei dem einen kann ich einen Stock reinstecken. Werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Einfach nur so. Weil ich es kann. Ja? Da kommt noch ein bisschen Erde drauf. So, Blumen. Gras. Den hatte ich doch gerade woanders. Jawohl. Wood kann ich höchstens als Brennmaterial nehmen. Hot Barrel. Den nehmen. Ach, kann ich auch verfeuern. So. Den will ich haben. Ich brauche 5 Sekunden. Der brennt 2 Sekunden. Der brennt 24 Sekunden. Nämlich über die 2 Sekunden. Ist ja schon mal angekokelt. Noch ein Stock. Dann passt das. Der hat jetzt hier, oh, 20 Stück schon gemacht. Gut. Gravel, Gravel, Gravel. Gravel. Da gibt es ja verschiedene Methoden, um das herzustellen. Ich nehme jetzt einfach mal den Weg. Kann ich hier direkt mal Concrete machen. Ups. Da brauche ich auf jeden Fall noch mehr. Naja. Packe ich doch mal dazu. Buch ist auch Brennmaterial. Dann packe ich den Stock wieder da rein, solange ich jetzt nichts fackel. Packe ich mal da mit rein. Kaffeebohnen, die hätte ich auch anpflanzen können. Mache ich gleich mal. Ansonsten muss ich erstmal wieder ein bisschen was sammeln. So, wir haben jetzt auch Tagesanbruch. Ich lasse das mal für die nächste Nacht da. Da werde ich mich wahrscheinlich auch hier drin verschanzen. Da muss ich wahrscheinlich noch zumachen, sonst kommt hier einer noch hochgeklettert. Obwohl, wenn uns beider Zombie reinklettert, dann hau ich dem einfach auf die Mütze. Fertig. Lauf hier einfach so lang. Die haben mich auch nicht so richtig bemerkt. Sehr spät. Sehr spät. Naja. Komm gleich zu dir. Muss nur mal kurz den Klotz hacken. Ach, du kommst schon zu mir. Das ist nett. Sehr vorbildlich. Der war wohl Nageln. Der hatte nämlich Nägel dabei. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir dann auch gleich mal ein Folgenhäuslein. Denn es ist schon wieder soweit. Oh, mal zwei Klötze gießen. Wir haben die Zeit erreicht, die ich angesetzt habe, und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Ach, der Sonnenaufgang, schön. Schön ist das hier, schön, wirklich schön. Ich hoffe, ihr seid doch das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es heißt 7 Days to Die.
Denn wir haben Tag 7 und wir wollen mal gucken, ob wir Tag 7 dann auch wirklich sterben. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. 305 Zombie-Kills und kein Tod. Das ist echt mein neuer Rekord, glaube ich. Sonst schaffe ich es immer irgendwie irgendwo zu sterben, aber die Runde läuft ganz gut. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!